Passen im Spielaufbau. In dieser Übung trainieren wir Wendetricks in Verbindung mit flachen Ball-An- und Mitnahmen. Dazu brauchen wir zwei Hütchentore von ca. 5 Metern Breite im Abstand von ca. 10 Metern zueinander und drei Spieler. Der Spieler unten führt eine Sohlenwende neben dem Hütchen durch und spielt dem zentralen Spieler einen flachen Ball zu. Dieser Spieler geht dem Ball mit Auftaktbewegung entgegen und führt die Ballannahme rausdrehen mit anschließender Sohlenwende durch, spielt den Ball nach oben und wechselt mit dem Spieler unten die Position. Der Spieler oben nimmt den Ball wieder seitlich mit dem langen Fuß Richtung Hütchen mit und führt dort wiederum eine Sohlenwende durch. Jetzt spielt er noch einmal den zentralen Spieler an und begibt sich dann selbst in das Zentrum. Der Kreislauf beginnt nun von vorne. Achten Sie darauf, dass der zentrale Spieler im richtigen Moment dem Ball per Auftaktbewegung entgegengeht. Variante. Und nun führen sowohl die äußeren als auch der zentrale Spieler anstatt der Sohlenwende eine Schussfinte durch. Denken Sie daran, beide Varianten unbedingt auch mit dem schwachen Fuß durchspielen zu lassen.